Hallo Martina. Torben, herzlich willkommen und ja, schön, gerne. dass du da bist. So, dann sind wir jetzt im Audi A4 G-Tron und fahr jetzt ganz normal los. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, fühlt sich genauso an wie jedes andere Auto. Genau, also das Thema, dass man, wenn man einen alternativen Antrieb hat und die Umwelt schonen will, dass man dann irgendwo große Nachteile in Kauf nehmen muss, das ist bei dem Auto nicht so. Wir haben 170 PS, das Auto fährt über 200, es gibt eigentlich gar keine Einschränkungen. Mhm. Einziger großer Unterschied ist, dass man deutlich günstiger fährt. Wir sind der einzige Hersteller, der unser Erdgas auch selber herstellt. Wie funktioniert das? Gerade, hast du ja selbst gesehen, weht der Wind. Ja. An manchen Tagen oder an den meisten Tagen im Jahr haben wir mehr Wind, als wir Windstrom überhaupt abnehmen können. Mhm. Und das machen wir uns zunutze. Immer wenn das der Fall ist, dann schaltet Audi seine E-Gas-Anlage in Werlte an und produziert aus überschüssigem Windstrom eigenes Erdgas, Methan. Also wir haben Strom, wir nehmen Wasser, H2O, machen daraus H2 und O2, nehmen dann H2, vermischen das mit CO2 und dann kriegen wir am Ende Methan, was die chemische Formel für CH4 ist. Mhm. Und der Vorteil ist, wir speisen das einfach ein ins deutsche Erdgasnetz. Das hat eine sehr, sehr große Speicherfähigkeit von 4 bis 6 Monaten. Das heißt also, wir können diesen Windstrom lange speichern. Und selbst wenn mal gerade kein Wind ist und keine Sonne scheint, dann können wir diesen alternativen Kraftstoff nutzen, um damit Auto zu fahren. Das heißt, ein synthetisch hergestelltes Gas, das es so nur von Audi gibt, ist das richtig? Audi ist der einzige Hersteller, der so etwas anbietet. Also toll. Hier wirklich mal Vorsprung durch Technik.